Damit kommen wir nun zu unserem ersten Bericht heute. Es wundert nicht, dass Eltern und Großeltern besorgt sind, wenn man hört, was im Bezirk Melk in den letzten Tagen passiert ist. In Losdorf sind jeweils Volksschulkinder von unbekannten Autolenkern angesprochen worden, die ihnen angeboten haben, sie mitzunehmen. Beide Male sind die Kinder nicht eingestiegen, aber die Behörden sind alarmiert. Heute ist beschlossen worden, in den Schulen Verhaltensmaßregeln für die Kinder auszugeben. Vor 4 Wochen in Losdorf ein 6-jähriger Volksschüler berichtet, dass ihm der Lenker eines weißen Kastenwagens, den er nicht kannte, angeboten habe, ihn mitzunehmen. Das Kind hat abgelehnt und ist davongelaufen. Vorige Woche in Hürm, nur 5 Kilometer entfernt. Der Lenker eines auffälligen hellgrünen Kleinbusses spricht eine 9-jährige Volksschülerin an, will sie ins Auto locken. Sie lehnt ab und geht zum nächstbesten Haus, der Unbekannte fährt davon. In der Bezirkshauptmannschaft Melk ist heute Morgen zwischen Polizei und Schulbehörde die Vorgangsweise festgelegt worden. Dahingehend, dass die Lehrer die Kinder informieren und sagen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie ein Fahrzeug sehen, wenn sie angesprochen werden, was sie zu tun haben. Und vor allem, was ich nicht haben möchte, ist einfach eine Verunsicherung. Es sollen einfach nur Informationen weitergegeben werden. Eine Hysterie soll bewusst vermieden werden. In den Schulen werden Mitteilungen ausgegeben, in denen die Kinder davor gewarnt werden, in fremde Autos einzusteigen. Die Eltern sollen zusätzlich in Elternabenden informiert werden. Konkrete Beschreibungen des oder der Unbekannten gibt es nicht.